Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute gibt es ein großes Unboxing bzw. mein LPU der letzten Wochen. Ich würde sagen, wir fangen von oben nach unten an. Ich war in Düsseldorf und normalerweise, wenn ich unterwegs bin, ich kaufe fast nichts ein. Dieses Mal wurde aber wieder was eingekauft und wir haben heute wirklich alles dabei. Wir fangen einfach direkt mal an. Und zwar wurde ein neuer Duft gekauft. So sieht das Ganze aus, von Xerchoff. Xerchoff. Und zwar ist es der Naxos. An dieser Stelle können wir hier mal einblenden, was in diesem Duft alles drin ist. Ich glaube, es ist wirklich schlecht zu sagen in einem Video, wie ein Duft riecht. Dieser Duft riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut und kostet tatsächlich auch relativ viel, ich glaube 245 Euro. Aber bei mir halten die Düfte meistens Jahre, also irgendwie, wenn ich mehrere Düfte habe, halten die länger. Ich bin auch nicht der, der jetzt jeden Tag sich ein teures Parfüm drauf macht. Von daher würde ich sagen, wir schauen mal rein, wie das Ganze aussieht. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt. Wir haben hier so einen Ledercase, es sieht absolut krank aus. Wir schauen mal rein, wie das Ganze aussieht. Also das ist wirklich 10 von 10 edel verpackt. Ich hatte schon viele Parfums, aber das hier ist wirklich mit Abstand das krasseste. Also da kann jedes Parfüm bisher einstecken. Aber man zahlt ja auch einen saftigen Preis. Von daher, so sieht das Ganze aus. Hier unten sogar mit Leder drin. Ich muss auf jeden Fall nochmal dran riechen. Und das hier ist das Flacon und ich kann euch wie gesagt nicht sagen, wie dieses Parfum jetzt riecht, aber ich sprühe es mir nochmal auf die Hand. Also das riecht wirklich so nice. Das war eins der LPUs und ich würde sagen, mit diesem Duft starten wir rein in die nächsten Klamotten, die ihr dann auch wirklich sehen könnt, weil hier könnt ihr jetzt nicht viel mit anfangen. Ne? Ist auf jeden Fall ein nice Parfüm. So, ich habe eben nochmal das Video gesehen und habe gesehen, ich habe nicht wirklich viel zu dem Parfüm gesagt, weil ich dachte, ja, ich überlasse das dem der Geschmacksgeruchsbeschreibung. Aber da einige von euch doch noch gefragt haben, habe ich mich entschieden, ein Parfumprofi dazu zu holen. Und zwar, wenn wir jetzt mal sagen, wie das Ganze riecht, weil ich habe im Video gesagt, riecht nice. Okay. Deswegen kannst du jetzt mal sprühen und sagen, wie es riecht. Also einfach nur wirklich deine ehrliche, weißt du, wie es aufgeht? Einfach nur hochziehen. Aber fest. Und Daniel kann jetzt auch mal sagen, wie er das findet. Kannst du es auf den Arm sprühen oder auf seinen Kopf? Wie würdest du sagen, riecht das? Lass mich auch mal riechen. Auf jeden Fall ist das so ein eleganter Duft, denke ich, den man irgendwie auf so eine nice Feier. Auf eine nice Pfeife? Ja, auf eine nice Feier aufträgt. Auf jeden Fall was Edles. Ja, wie beschreibt man das? Ich würde sagen, es ist frisch, so ein bisschen zitronig. Irgendwie so frisch zitronig. Ich finde so frisch und so eine leichte Champagnernote halt, aber dieses fruchtige, ja, ich weiß, was du meinst. Aus dem Shampoos. Also es ist wirklich, ich finde Düfte super schwer zu beschreiben. Absolut. Deswegen hier die kurze Beschreibung von uns beiden Parfüm-Profis, Daniel Fragrance und Yannick Fragrance. Ja, frisch, edel. Ja, aber ich würde sagen, es ist schon eher so in Richtung. Ist das ein Sommerduft? Ich würde sagen, man kann beides benutzen, aber, oder? Aber nicht all, also nicht ein Daily. Nicht Full Sommer. Aber auch kein Daily. Nee, ist schon. Also ich finde, das kannst du nicht täglich drauf machen. Ist schon, ja, sehe ich genauso. Ist auf jeden Fall ein edler Duft. Nicht für Daily. Aber wenn man essen geht, kann man den auf jeden Fall auch tragen. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr auch eine Pfeife rauchen geht, könnt ihr den auf jeden Fall auch tragen. Ich hoffe, die Beschreibung war ein bisschen besser. Dann war ich bei LFDY und ich habe wirklich super lange nichts mehr gekauft bei LFDY, außer eine Jacke, glaube ich. Früher hatte ich sehr viele T-Shirts, ihr kennt die LFDY-Phase. Und dieses Mal habe ich wieder T-Shirts eingekauft, die mir gefallen haben. Ich wollte mal wieder ein bisschen was im Kleiderschrank abswitchen. Franke hat es mir auch gesagt, hey, LFDY hast du übelst lange nicht mehr angehabt. Das werden auch viele von euch jetzt sagen. Aber ich fand die Sachen ganz cool, deswegen zeige ich euch sie mal. Ich weiß nicht, aus welcher Kollektion sie kommen. Ich habe in beiden die Größe XL. Und für die, die jetzt gerade eingeschaltet haben, ich bin 1,92 und wiege gerade 100 Kilo für die Fits, die ihr jetzt alle seht. So, wir fangen an mit dem ersten T-Shirt von LFDY. So sieht das Ganze aus.
Ich weiß nicht, aus welcher Kollektion es ist. Es ist ein bisschen verrückter. Und der Schnitt ist auch oversized. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr seht das Ganze auf jeden Fall gleich nochmal angezogen. Aber wir kommen erst zum zweiten Shirt. Das ist eingepackt. Das war das letzte in der Größe, deswegen war es nicht eingepackt. Und das ist ein graues T-Shirt. Ich habe wenig graue T-Shirts, eigentlich nur so Cream, Weiß und Schwarz. So ein, zwei graue. Aber ich brauche da nochmal eins. Deswegen gab es das hier von LFDY. Ich habe diese dicke Schrift gefeiert, beziehungsweise ich finde die sehr, sehr schön. Franka fand sie auch sehr schön, deswegen wurde es dieses graue Shirt in einer XL. Und wie angekündigt gibt es jetzt die Fits für euch. So sieht das erste Shirt aus. Fit ist auf jeden Fall oversized, Drop Shoulders wie gewohnt und auch nicht cropped. Es gab zwischendurch bei LFDY so Zeiten, wo die Shirts irgendwie besonders gecropped waren. Und hier seht ihr das Ganze von hinten. Auch hinten ist das Artwork immer ein bisschen anders und ein bisschen spezieller. Und das war das erste Shirt. Also das ist das zweite T-Shirt. Ich kann euch tatsächlich nicht sagen, welche Kollektion das ist. Und der Fit ist genau wie bei dem anderen ein bisschen oversized. Ich würde sagen, das ist nicht ganz so groß wie das andere. Nehmen wir vorne einmal das LFDY-Logo. Und hinten, haben wir hinten ein Logo? Nee, dein Schild hängt da so komisch. Das ist auf jeden Fall Fit vom zweiten Shirt. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Passt auch zur Hose, ne? Ja, sieht echt gut aus. Sieht sehr nice aus. Dann war ich bei Urban Outfitters. Da gab es einen Champion Sweater. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich fand die Farbe sehr nice. Es gab 25% Sale und ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Ich gehe nochmal bei Urban Outfitters rein und weiß, ich kaufe nichts, weil mir meistens nichts gefällt. Aber irgendwie habe ich diese Farbe nicht im Kleiderschrank und ich wollte sie mitnehmen. Der Hoodie hat mir gefallen. Deswegen gab es einen Hoodie von Champion. Hier vorne gab es, sind das chinesische Zeichen? Ja, vorne alles gestickt. Sehr, sehr schöne Farbe. Mega großes Teil, sehr comfy. Und das gab es bei ja, Champion für, ich glaube, 72 Euro. Sehr schönes Teil. Fit dazu seht ihr jetzt. Da sind wir auch schon beim Champion Pullover in der Größe XL. Das Ganze gibt es bei Urban Outfitters. Ich glaube, das war eine limitierte bzw. Urban Outfitter Exclusive Edition. So sieht das Ganze von hinten aus. Ich würde sagen, das ist so ein entspannter Chill-Pullover. Sehr, sehr schön. So sieht das Ganze vorne aus. Ach ja. Und so sieht das Ganze mit Kapuze aus. Dann kommen wir, glaube ich, zu meinem Favorite APU fast. Ich wollte schon ultra lange eine neue Hose haben, beziehungsweise neue Hosen von Carhartt. Und wir waren bei Carhartt. Es gab sehr viel Auswahl, ein sehr, sehr guter Store, super nette Mitarbeiter. Und ich habe mir eine Hose gekauft, die ich schon seit über einem Jahr haben will. Und zwar, schauen wir rein. Oh. Der nette Mitarbeiter hat sogar zwei kostenlose Carhartt VIP Feuerzeuge mit reingepackt. Absolute Ehre. Eins in Orange und eins in Grau. So, sieht man die? Sieht man das durch den Fokus? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr nett. Willkommen zu den Hosen. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ihr seid mit die Ersten, die jetzt dabei sind. Ich habe hier eine W36, eine L32 und zwar ist es die Double Knee Pant. Kostenpreis 139 Euro. Jetzt denkt ihr euch, Junge, ist das teuer. Aber lasst euch eins gesagt sein, diese Hosen halten für immer. Ich weiß gar nicht, mit wem habe ich jetzt gesprochen? Mit meinem Nachbar. Schöne Grüße gehen raus, falls du es siehst. Der hat sich mal mit dem Roller hingelegt, hatte eine Carhartt-Hose an. Bein offen, aber die Carhartt-Hosen nicht kaputt. Deswegen Carhartt-Hosen halten sehr viel aus. Sind wirklich ultra gute Hosen. Und ja, das sind die Double Knee Hosen. So sieht das Ganze aus. Ihr seht schon hier vorne gibt es diese, das sind keine Patches, sondern Nieten. Da haben wir diese Nieten. Das ist dieser klassische Look. Jo, ich gehe heute tapezieren. Welche Hose soll ich anziehen? Das ist das Ding, was ihr dann anzieht. Nicht, aber ich zeige euch gleich mal, wie der Fit davon aussieht. Die haben wir einmal eingepackt in cremefarben und in braun, weil ich mich nicht entscheiden konnte. In schwarz gab es die leider nicht. Sonst, ich weiß nicht, ob ich die noch gekauft hätte, weil das wirklich schon teuer ist. Aber ja, so sieht das Ganze in braun aus. Auch wirklich
ein sehr, sehr schönes Teil. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich feiere die Hosen. Die sind wirklich auch sehr breit, also machen ein breites Bein. Unten kann ich fast meinen Kopf reinstecken, aber das Ganze seht ihr dann gleich, wenn ich sie euch mal im Fit zeige. Hier haben wir einmal die braune Variante. Gürtel sitzt schon. Ich habe oben 36, glaube ich, unten 32, habe ich euch ja im Video gesagt. So sieht das Ganze mit Jordan 1 High aus. So sieht das Ganze von hinten aus. Das war wirklich ja, eine sehr, sehr breite Hose, sehr angenehm und auch wirklich ja, guter Stoff, gute Verarbeitung. Und so sieht das Ganze dann bei flachen Schuhen aus. In meinem Fall jetzt Air Force One, auch ein sehr, sehr schöner Fit. Sind auf jeden Fall lang, aber schleifen irgendwie auf keinen Fall auf den Boden oder so. Braucht euch keine Gedanken machen. Ja, sehr, sehr nice. Das ist der Fit mit der Double Knee mit Air Force One. Wirklich eine 10 von 10. Ich finde die Farbe der Hose sehr schön. Kann man auf jeden Fall vor allem helle Schuhe im Sommer oder so zu anziehen. Und ich finde das auch cool, dass hier an der Seite so eine Tasche ist. Und die Beine sind auf jeden Fall relativ breit. Also das ist wirklich in meinen Augen der perfekte Fit. Oben kann man einen schönen Gürtel anziehen. Die hat auch noch ein bisschen Platz bei mir. Für eine 36 muss es auch noch so sein. Und ja, so sieht das Ganze von vorne aus. So sieht die Hose dann von hinten aus. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Eine sehr, sehr schöne Hose. Die gibt es auch, glaube ich, in 5, 6 Colorways. Also wirklich absolut geiles Teil. Und wir gehen weiter zum nächsten LPU und zu den letzten LPUs. Ihr wisst es, meine aktuelle Lieblingsmarke für Schuhe ist New Balance. Ich habe so viele neue New Balance. Ich glaube, seit letztem Jahr, Oktober, habe ich keine Nike-Schuhe mehr gekauft. Ich glaube, ich habe jetzt mal wieder ein paar Dunks gekauft, ein paar schwarze, die ich neu brauche, weil meine wirklich im Arsch sind. Aber meine aktuellen Favorites bei New Balance sind die 2002 Air. Und es kam ein neues Protection Pack raus, 2023er Protection Pack. Super nice und ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Aber zuerst muss ich hier noch einen Shoutout raushauen und zwar an den lieben Marius. Schöne Grüße gehen raus an Marius. Instagram ist hier eingeblendet. Ich glaube 1603 unterstrich. Der hat mir nämlich zwei Paar von diesen New Balance zum Schnapperpreis dagelassen. Ich konnte nicht nein sagen. Marius, vielen, vielen Dank. Insta ist eingeblendet. Und ich habe tatsächlich drei Paar von dem Protection Pack eingepackt. Und wir packen sie jetzt aus. Das erste Paar ist Medium Moyen. Moyen. So, wir packen das mal aus. Und es ist ein Paar Schuhe der Excellence. Also so sieht das gute Stück aus. Die Qualität bei New Balance ist wirklich geisteskrank. Falls ihr noch keine in der Hand hattet, nehmt sie unbedingt mal in die Hand, wenn ihr die Chance dazu bekommt. Boah, aber die Verarbeitung ist wirklich eine 10 von 10 und der Colorway hier gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne Grüße gehen raus an Aljoscha. Der hat den Rain Cloud von 2021, der war mir ein bisschen zu teuer. Deswegen kam der hier perfekt in meiner Größe. Und ja, das ist der erste LPU. Leider werden bald auch sehr viele Schuhe bei mir gehen, weil ich nicht mehr so viele Nike-Schuhe trage. Aber dazu seht ihr dann mehr bei mir auf Instagram bzw. bei dem Verkaufskanal. Und wir kommen weiter zu dem nächsten New Balance. Ja, ihr habt dieses Paar eben schon gesehen. Das Ganze in Braun. So sieht das Ganze in Braun aus. Absolute 10 von 10. Also das ist wirklich, steht hier in Colorway drauf. Ach so, das ist RDL in Braun und in Gray ist das Ganze RDM. Damit ihr Bescheid wisst, falls ihr die Schuhe auch euch besorgen wollt. Bei Asphalt Gold gab es die, beziehungsweise gibt es die manchmal noch. Und bei New Balance gab es, beziehungsweise gibt es die auch aktuell noch. Zum Zeitpunkt des Videos weiß ich nicht genau, aber ja, das ist auf jeden Fall der Schuh. Sehr, sehr schönes Teil für mich, wirklich aktuell meine Lieblingssilhouette, mein Lieblingsschuh, super komfortabel und ja, manche sagen hier Nike Shox mäßig, aber für mich ist das, hat das irgendwie nichts damit zu tun. Ein super schöner Schuh und wir gehen weiter zu dem Paket von Marius, denn da wartet auch noch ein New Balance auf uns. Let's unbox. Bitte lass es den richtigen Schuh sein und es ist der richtige Schuh. Der letzte Schuh für das heutige Video. Wir grüßen nochmal an die Marius und wir packen das gute Stück aus.
Es ist der New Balance in Blau. Sehr, sehr schönes Teil. Gefällt mir auch sehr gut. Wirklich, also Protection Pack. Ich habe damals bereut, dass ich mir keinen zugelegt habe. Und dafür gab es jetzt fast alle, denn ich habe die schwarzen nicht gekauft, weil ich schon ein schwarzes Paar New Balance habe. Ja, das ist das gute Paar in Blau. Es wird wahrscheinlich das sein, was ich am wenigsten trage. Aber ja, für mich doch ein sehr, sehr schönes Paar. Absolut nice. Ich würde sagen, ich zeige euch die ganzen New Balance auch mal, wie sie angezogen aussehen an den Füßen. Dazu aber dann mehr im jetzigen Clip. Hier haben wir einmal die braune Variante der New Balance mit der Carhartt-Hose von eben. Wirklich ja, sehr, sehr schöne Teile. Empfehlung geht hier immer noch sehr stark raus. Hier haben wir einmal die graue Variante am Fuß mit einer Cargo, die bald noch vorgestellt wird. Ja, auch wieder ein sehr, sehr schöner Schuh, den ihr in Zukunft auf jeden Fall öfter sehen werdet. Hier haben wir einmal den blauen Colorway mit einer Jaded London Jeans. Und hier bin ich noch am Überlegen, ja, ob ich die Schuhe in der Farbe behalten soll oder nicht. Ich finde sie eigentlich ganz schön im Sommer vielleicht mit einer kurzen Hose oder so, vielleicht nicer. Die anderen Farben haben mir auf jeden Fall besser gefallen, aber ja, trotzdem ein sehr, sehr schönes Teil. Ja, das war es auch schon zum heutigen Video. Ein riesen LPU mit sehr, sehr schönen Pieces, die ich wirklich absolut in mein Herz geschlossen habe schon. Ich freue mich, alle Pieces zu tragen. Wenn ihr bei mir vorbeischauen wollt, bei Vinted ist das Ganze hier eingeblendet. Da kommen neue Artikel. Und auf Case Bazaar kommen auch viele neue Artikel von meinen Kleidungssachen. Falls ich ausmiste, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Da kommt immer mal wieder was. Ja, und ansonsten lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr andere Sachen sehen wollt, beziehungsweise bestimmte Sachen genauer sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Ich gehe gerne auf eure Anforderungen, auf eure Kritik ein. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus.